Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes ist der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho für seine Tragikomödie Parasite mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Damit ist er der erste Südkoreaner, der den Hauptpreis des weltweit größten Filmfests gewinnt. Wir fassen sie immer wieder an. Ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, ob das alles echt ist. Uns ist gar nicht bewusst, was im Moment passiert. Ich denke, es wird ein wenig dauern, das alles zu verarbeiten. Und dann werden wir vielleicht wirklich spüren, wie es ist, die Goldene Palme zu haben. Der Film handelt vom Spross einer armen südkoreanischen Familie, der einen Job als Nachhilfelehrer für die Tochter eines reichen Unternehmers ergattert. Mit schwarzem Humor wird erzählt, wie der Sohn nach und nach seine ganze Familie als Angestellte bei seinem neuen Arbeitgeber unterbringt. Zu den besten Schauspielern kürte die Jury der Festspiele Hollywood-Star Antonio Banderas und die US-Britin Emily Beecham. Der als Favorit gehandelte US-Filmemacher Quentin Tarantino ging hingegen leer aus.